Oh nein. Was hast du jetzt vor? Die Orks haben den Ahnenstein von Angier. Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Dann gehen wir alle dahin. Ich will Rache. Jawohl, bester Mann. Brauchst du Hilfe? Ja, zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein. Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer. Ich bin schon gewöhnt. Angier Eisenfaust war eine der größten Schmiede, die es in Nordbar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Okay. Können wir handeln? Ja, auf den Reisen durch Nordmar finde ich eine ganze Menge Kräuter und so. Hier, sie selbst. Mhm. Sag mal. Nichts Weltenbewegendes. Aber gut. Dann pass auf, lass uns den Schamanen machen. Lass uns den Schamanen töten. Ja, lass es uns tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Bleib dicht hinter mir. Mal schauen, wer wegen gleich aus der Patsche helfen wird, hm? Was sagst du, Osmond? Da vorne sind die Palisaden. Das heißt, Osmond wird da gleich rüberrennen. Ja. Osmond, ich sag's dir jetzt schon, das wird eine ganz heiße Nummer. Ich werde dich zertreten wie ein Baum. Du bist kein Gegner für mich. Oh ja, toll. Natürlich wollten sie alle zu mir, Kollege. Zieh du den anderen Rest an und ich zieh den Rest. Eieiei. Hallo. Da ist ein Speer. Ein Non-Speer. Ein Krijo. Ein Krijo. Ein Speer. Halt durch. Halt einfach durch, okay, Kumpel? Du hast die schlechteste Waffe, die man dafür haben kann. Non-Krijo. Ich versuche dir zu, so gut es geht, zu helfen. Wir kriegen das schon hin. Okay, da kommt ein Elite-Krieger. Uiuiuiui. Ganz kurz, warte. Okay, ein Elite-Krieger. Ein Treffer. Noch ein Säbelzahntiger-Treffer. Na komm, wir treffen den nochmal. Der rennt dem echt hinterher, ne? Wer ist ein Anführer? Den will ich haben. So, gib mir den Anführer her. Hey Kumpel, du läufst echt beschissen. Und jetzt holen wir uns den Rest von den Leuten hier. Währenddessen kann das halt echt in Ruhe alles heilen. Oh, super, hey. Das gibt wieder Kohlen, ich sag's euch. Oh, endlich wieder Geld. So, so, so. Ja, warte mal. Der rennt einfach so weg. Als ob das irgendwie so jetzt hier ein Wettbewerb wäre. Wir haben gerade verdammt nochmal ein ganzes Orklager ausgeräuchert und der macht hier einen Wettkampf raus. Willst du ihn gleich umnieten oder wie ist das? Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Hau drauf. Ah!
Nur ein Toter. So. Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn. Ja. Und den Ork-Schaman. Bist du verbuggt, Kumpel? Getötet habe ich ihn. Ich glaube, das ist ein Problem mit dem. Ich glaube, da ist was verbuggt. Würde ich jetzt mal so ganz dreist behaupten. Aus dem Mund kann ich dich resetten. Moment, ich lade nochmal. Weirde Story. Reagiert nicht mehr auf uns. Der alte Mann. Lade. Zeit. Gut. Aber er hat Kohlen. Ja, dann kriegst du halt Zeug, ne? Wenn du mir das ganze Zeug bezahlen kannst, dann soll das auch deins sein. Wie viel Schnaps habe ich eigentlich? Boah. So viel brauche ich halt nicht, ne? Gib's mir deine Kohlen, passt. Hab den Arndt schon, ich kann mit ihm nicht mehr reden. Okay. Ich hol mir jetzt das Arndt-Ding da und dann ist gut. Och nö, das heißt, das bedeutet... Oh Gott. Einfach hier noch ein paar Leute übersehen, ey. Ich laufe hier mit Rechtsklick nur noch durch. Das bedeutet aber auch, wir müssen alleine da rein jetzt. Oder ist unser Kumpel jetzt mal nicht dabei? Laufen wir überhaupt richtig? Ja. Laufen wir wirklich richtig? Nein. Wir sind schon dran vorbei, ne? Und das ist die erste links hier. Ja, ja. Alles gut. Hab ich mich verlaufen. Und ich bin wieder falsch abgebogen. Wir müssen nämlich hier hin. Ich hab jetzt schon Bock. Na, wir töten wieder die ganzen Bataillone hier. Pass mal auf, ne? Ja, da hat uns ein Pfeil getroffen. Und wir haben wieder ein Level up. Das ist so das Ding, ne? Du gehst hier rein und du machst halt keine Ahnung, wie viel Level auf einmal. Ne? Ich meine, wir sind bei der ersten Ecke jetzt. Guck mal, da kommt jetzt so viel auf uns zu. Der ist weg. Was er da auch immer macht. Ist okay. Ich meine, es macht halt keinen Unterschied, wie du reinschießt, ne? Du triffst halt immer was. So. Und hier vorne gibt's jetzt Peng Peng. Nummer 1. Und draußen gibt's das nochmal. Problem nur. Aua. Aua. Ein paar Schritte und jetzt. Passt. Das sind ja noch ein paar. Ich meine, das sind halt nur in Anführungsstrichen Skelette, ne? Also ich bin ja froh, dass nicht 500 Dämonen uns entgegenkommen. Wäre viel schlimmer. So. Nur ich versuche alles mitzunehmen, was ich so finde. Ich meine, so viel wert ist das ja eigentlich gar nicht mal. Ein bisschen was ist es schon.
Okay. Warte mal. Wenn ich... Ich meine, er ist jetzt nicht schnell. Wenn ich Angier Hammer mit dem hier treffe. Das ist auch gut. Da brauche ich vielleicht ein bisschen weniger. Yep, das sind noch welche. Habe ich mir schon gedacht. Es geht nicht ohne. Ja. Die nervigsten Viecher, die es gibt. Ich würde gern wissen, in welchem von den vielen. Du hast gesperrt, ich weiß. In welchen von den vielen eigentlich das Adanos-Artefakt ist. Wir haben jetzt 3 Höhlen gesäubert. Unzählige Punkte bekommen. Moment. Wir packen den Ahnenstein erstmal rein, dann wird's gleich hell. Der Sockel sieht aus, als wenn man etwas hineinstecken kann. Ja, deswegen bin ich hier. Passt. Golem beschwören, viel Gold, Horn eines Bisons. Nee, wir haben nichts erhalten, du. Nope, das ist er nicht. Uns fehlt noch immer der letzte Ring. Aber wir haben ja hier in der Nähe noch eine Höhle. Nee. Nee, in der Nähe. Das ist die Höhle, die, wenn wir die jetzt verlassen, ist das die hier, die, ja. Wo wir eigentlich gar nicht hin wollten am Anfang. Hier ist noch eine, hier ist noch eine. Also, hier müssen noch ein Stein rein. Hier muss noch ein... Hier ist ein Stein drin, hier ist ein Stein drin. 1, 2, 3. Die 3 noch. Bedeutet, wir müssen irgendwie da wieder hoch, ne? Also, ich laufe natürlich jetzt mal die Runde. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden noch. Aber ja. Und theoretisch müssten wir... irgendwo da lang. Man muss schon zugeben, das ist keine einfache Gegend. Ich meine, wir werden wahrscheinlich die Ahnenstärke als erstes bekommen sogar. Also, ne, vorher bekommen sogar. Okay, also das ist auf jeden Fall nicht unser Weg. Ich sprinte mal jetzt ein bisschen. Oh, warte mal, da ist noch was in der Richtung. Ich muss halt jetzt echt nicht alles mitnehmen. Mal gucken, wo wir jetzt hier lang kommen. Ich glaube, das ist der Weg zu Xardas. Ne? Oh nein. Gegen die muss ich was tun. Weil die rennen mir sonst ewig hinterher gefühlt. Na, dann wird es wohl erstmal der hier werden, hm? Aua. Ja. Ein schwarzer Goblin. Ein schwarzer Goblin. Ein Goblin. Ein Goblin. Ein Goblin. Goblin. Und noch ein Goblin. Wir haben auch schon wieder 66 Punkte, ey. Das ist ja... meine Güte. Ja, wir laufen jetzt einmal um den Berg tatsächlich. Oh, oh, warte mal. Das musste ich eigentlich noch machen mit den Viechern hier, ne? Aha. Da haben wir die Viecher erledigt. Wir könnten rechts hoch. Was machen wir als erstes? Ich gucke mich erstmal hier kurz um. Vielleicht haben wir ja Glück. Ein schwarzer Troll. Na, komm her, Kumpel. Um dich kann ich mich auch noch kümmern. So ganz doof bin ich jetzt auch nicht. Aber er hält halt ein bisschen was aus, ne? Und dann kriegst du halt ein Dauerfeuer von mir. So. Und 2 Trollhörner noch bekommen. Das ist auch schön. Aber hier ist nicht der Eingang. Hier ist nichts dergleichen.
Das ist auch okay. Wir haben ein Schwert bekommen. Und hier ist noch eine Truhe. Ja, da haben wir noch ein paar Sprengpfeile bekommen. Jetzt ist die ganz große Frage. Natürlich verfehlt der Zauber. Wir würden, wenn wir hier langlaufen... Das ist eine Höhle, aber das ist nicht die, die wir brauchen. Wir laufen mal hier lang. Ah, Wölfe. Na Gott. Ey, ich hasse es. Mit zwei kann man dealen, aber mit sechs oder so nicht. Vorne ist irgendwas überfallen worden. Von dem Schattenläufer wieder mal. Na komm. Zum Glück sind Schattenläufer Einzelgänger. Und da vorne ist das Lager, das wir schon mal ausgeräumt haben. Kann es sein? Ich erinnere mich an den Pass hier. Ja. Das haben wir ausgeräumt. Das heißt aber auch, dass wenn wir hier einmal rumlaufen... ist hier irgendwas... Ich guck nochmal, nicht, dass hier irgendwo ein Stein liegt, den ich mal übersehen habe. Weil, wie wir ja gelernt haben... Haben wir ausgenommen, ne? In den Häusern waren wir drinne. Wir haben ja gelernt, die Steine sind ja, liegen einfach irgendwo rum. In irgendwelchen Leichen oder bei irgendwelchen Leuten. Mhm. Oh, die Biegung scheint gut zu gehen. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt um den zweiten Berg rumlaufen und dann quasi beim nördlichen rauskommen. Und dann haben wir natürlich was nicht mitgemacht. Aber es sieht tatsächlich so aus, ne? Hier ist überall Erz verteilt. Ich sammle es halt noch immer nicht. Ich sammle es halt noch immer nicht. Das sollte ich vielleicht so sagen. Hier ist nichts, ne? Nein. Hier sind unglaublich viele Ahnengräber. Ah, dann haben sie tatsächlich gecampt. Vor dem... Ja... Die campen, glaube ich, exakt davor. Okay, dann müssen wir die alle erledigen. Es hilft nichts. Es hilft uns nichts. Aber, oder? Warte mal. Wir können uns das mal kurz merken. Es kann auch sein, dass wenn wir hier hochmarschieren... dass wir gegebenenfalls doch das, oh Gott, das sind aber viele. Einer zu viel. Aua. So, dass wir vielleicht zu dem anderen Grab kommen und wir vielleicht schon das bekommen, was wir so dringend brauchen, weil mit dem Meteor ist es viel einfach nach wie vor. Das habe ich schon mal gesagt. Dementsprechend müsste ich... Oh Mann. Ja, natürlich. Ich möchte hier bitte darauf bestehen, dass wir diese blöden Viecher hier alle erledigen jetzt. Okay. Meine, da vorne ist ein Säbelzahn-Tijon. Und da sind wieder Wölfe. Der weiße Hetzer! Jawollo! Den haben wir gesucht. Wir bekommen seine Rune.